Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, der Flughafen hier ist größtenteils fertig. Vielleicht machen wir diese Ecke hier nochmal ein bisschen was. Flughafen. Gibt es hier nicht irgendwo noch Zäune? Da. Flughafen, Zäune. Die werden wir mal anbringen. So. Machen wir mal jedes Stück hier so rüber. Genau, hier bauen wir noch mal ein bisschen was für den Flughafen. Zum Großen und Ganzen. Nein, der ist verkehrt rum. Hier passt es aber. Da passt es nicht. Und hier passt es wieder. Okay. Natürlich kann man da auch einfach nur dran vorbeigehen. Ja, also. Ich hätte ihn schon gerne auf einen Tausender Attraktivitätswert. Nur das hat noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es bei dir aus? Er ist auf jeden Fall über 1000. Es hat genug Passagiere. Und wir machen gerade keine Einnahmen. Naja, was soll's. Okay. Hier möchte ich noch ein bisschen ja, vielleicht auch noch die Inseln nutzen. Nimm mal die Straße hier. Ja, und führe die von hier aus einmal hier rum. Den Felsen hier lassen wir mal. So. Und hier nehmen wir mal eine Brücke. Zweispurige Steinbrücke. Das klingt doch gut. Aber gerade. Dasselbe hätte ich gerne hier nochmal. Wir nutzen jetzt ein bisschen die Inseln. So. Die müssen wir noch mal ein bisschen anpassen. Ein wenig auf eine Ebene bringen. Nehmen wir mal die Ebene hier. Ja, vielleicht ein bisschen die Ebene. Sind sie zu groß? Ich setze mir auch noch einen Berg rein. Aber so ein kleines Tourismusgebiet. Ja, da war der Berg. Ein bisschen was kann man hier machen. Oh, hier nochmal verkleinern, nochmal rübergehen. So. Straße wieder, die Brücke. Dort einmal rüber. Da und direkt hier. Okay. So eine kleine Wasserweiche, aber die verschwindet gleich wieder. Und da ist kein Strom. Das ist, ja, das war schon mal. Und das ist ein großes Problem.
Das ist ein sehr großes Problem, wenn wir keinen Strom haben, weil dann haben wir kein Wasser. So, passt wieder. Sehr gut. Hier haben wir jetzt... Wir könnten hier sogar noch eine Brücke rüber machen, eine Autobahn. Mache ich auch mal. Das Ganze beginnt unterirdisch. So ein Stück. Jetzt kommt die Autobahn auf- und abfahrten. So. Von hier genauso. Einmal unter die Erde. Und jetzt... So, ich würde hier gerne von hier aus raus und darüber. Du bist ja sowieso schon höher. So quasi. Von hier aus jetzt. Nehmen wir mal wieder die steinige Brücke. Da auf dem kleinen Hügel rauf. Ist ein bisschen steil runter. Wir hätten vielleicht da schon runtergehen können. So. Ja. So, das Ganze dann. Genau, das passt. Da sollen auch nicht so viele Autofahrer lang. Und jetzt hier einfach runter. So, hier schließen wir mal an. Und von hier aus noch eine Straße rüber. Und die hier noch anschließen. Dann machen wir mal gerade lang. Hier genauso. Und da einmal das hier. Und die Kurve hier rein. Straße durch. Okay. Wir müssen noch ein bisschen schauen, wie wir das machen. Ich würde gerne hier noch ein bisschen Tourismus richtig machen. Direkt am Flughafen. Und hier drüber... Ja, vielleicht ein paar kleine Siedlungen. Etwas Kleines. Da hinten ist kein Strom. Super. Da ist nichts mehr. Okay, es sollte sich jetzt aber regeln. Ja, das wird ja auch schon. Schauen wir mal die Kreuzung. Aus mit der Ampel, hier genauso. So, vielleicht vergrößern wir später hier das Ganze nochmal. So, jetzt machen wir hier aber auch wieder ein bisschen Geld. Und ja, ein bisschen Attraktivität sollte rein. Wir sind drin, 50 von 50.
50 von 55. Ja, es passt. Stadtgebiet ist ausgewiesen. Sehr schön. Und ich meine, es ist Tourismus. Ja, Tourismus, Spezialisierung, sehr schön. So, dann machen wir hier schon mal ein wenig Wohngebiet rein. Die kleine, das ist die Hauptinsel, ja. Hier ist eine kleine Nebeninsel. Klein wenig Gewerbe. Das ist zu viel, nehmen wir hier noch. So die Einkaufsstraße hier. So, Wohngebiet. Okay. Da sollte hier auf jeden Fall auch noch eine Fähre rein. Da eine Fährhaltestelle. So, hier hin. Später verbinden wir das nochmal. So, mal hier rüber. Und da nochmal. Natürlich fehlt hier noch Strom und Wasser. So, gehen wir von hier aus rüber. Einmal Wasser verbinden. So, und hier unten noch. Und eine Stromleitung. Okay, jetzt kann es sich hier aufbauen schon mal. Eine Grundschule brauchen wir noch. Vielleicht setzen wir... Ja, wir setzen... Nein, wir setzen die Grundschule hier hin. Die Oberschule, Oberstufe setzen wir auf die Hauptinsel. Was bei dir entsteht. Und Müllberge haben wir. Erstmal ein Krematorium. Eine Arztpraxis. Zone. Die Feuerwehr ist noch wichtig. Okay. Setzen wir hier hin. Und eine Polizeiwache brauchen wir. Das Ganze werden wir noch auf die ganzen Inseln hier ausweiten. Für Müll dachten wir, machen wir hier einen Müllberg. Was haben wir hier oben Schönes? Eine alte Turmruine, sehr schön. So, wenn wir irgendwie mit der Straße jedenfalls da hochkommen, wäre natürlich zu steil. So. Können wir Verbrennung hinstellen? Ja. So, 5 Stück. Machen wir nochmal eine Wasserverbindung hin. Mal schnell. Und Strom. Setzen wir es mal hier lang. Ja, da stört es nicht. Da stört es doch niemanden. Es kommt nicht bis zum Wasser und kann hier einmal schön alles abholen. So, sehr schön. Hier nimmt auch schon die Einnahmen zu. Passagierplätze 67% verwendet. Ein bisschen Stau ist hier.
Man könnte vielleicht noch eine Wartehalle gebrauchen. Hier, die... Nein, nicht die. Der moderne Wartehallenknotenpunkt. Den könnte man vielleicht gebrauchen. So, in der Art. Oder so eine Art. Das erhöht auf jeden Fall den Attraktivitätswert. Aber ich bin mir da noch unsicher. Ich glaube, den brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir den nicht. Machen wir mal weg. Ja, machen wir ihn weg. Das brauchen wir nicht. Das sah so ein bisschen nach Flugzeugstau aus. Aber es passt schon. Wir sind da drin. 50 von 50, sehr schön. Noch ein bisschen staut es sich. Die müssen halt warten, bis sie durch sind. Das ist halt so. Hier ist nur ein Platz. 20 von 50. 50 von 50 fährt los. Das ist halt eher der kleine regionale. Und dann muss halt gewartet werden. So, der nächste hebt ab. Das war ja knapp. Da kommt jetzt noch ein großer dazu. Kommt es hier nicht vorbei, oder? Doch eigentlich kommst du da durch. Der kann ja einfach heute auf Startbahn. Heute auf Startbahn. Oh, ne, die wollen landen. Oder sind ja gelandet, die wollen hier irgendwo hin. Okay. Das werden die schon hinkriegen. Auch wenn es sich ein bisschen staut. Vielleicht ist eine zweite, kleinere Startbahn gar nicht das Verkehrte hier. Ich weiß bloß nicht, ob wir eine hinkriegen, die lang genug ist. Ich will jetzt einmal sagen, hier. Das macht er nicht. Dann müsste schon... So müssen wir das schon machen. Also ab 50er Länge. So zum Beispiel. Ja, gefällt mir aber nicht. Ja, abreißen und wir machen das anders. Ich habe gemerkt, wir brauchen noch eine. Eine zweite muss hierher, eine kleine. Eine kleine Startbahn, hier. Nützt ja nichts. Ich möchte es dahin haben. Wieso willst du nicht so wie ich? So, jetzt kannst du hier ran und jetzt kannst du da ran. Jetzt muss das Ganze nur einmal noch richtig drehen und es passt. So, von hier. Geht es jetzt hier hin. Ist gut. Jetzt muss nur noch das hier... Keine Brücke, es muss ein Tunnel werden. So, bleiben wir unterirdisch. Und entfernen hier die Reste der alten U-Bahn. Und noch ein Stück von der Straße. Hoch damit. So, und hier anschließen. Okay, so passt das. Jetzt passen hier die Grenzen nicht mehr. Aber es musste eine zweite Startlandebahn her. Das ist, man sieht, es ist so voll. Das geht so nicht. So, die Frage ist, kommen sie da überhaupt hin?
Nein. Man müsste es von hier aus. Oh, da muss man wieder so viel ändern. Okay, einmal den hier weg. Einmal den hier weg. Bis hierhin. Bis hierhin. Einmal dort ran. Einmal. Nein, dort nicht ran. Doch, dort. Dort, nein, dort nicht. Doch nicht, doch nicht. So, jetzt einmal wieder hier. Einmal wieder da. Und alles richtig drehen. Von hier aus können die da durch und hier hin. Von hier aus kommen sie dorthin. Sie kommen nicht dahin. Einen Moment. So geht das. So, okay. Jetzt können sie hier einmal durchfahren. Sie können von hier aus dorthin und dort hinten. Genau, jetzt kommen sie überall hin. Ja, so passt es. Und das war's jetzt auch von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.